Yo, hier ist Mr. Mike. Heute Nacht hat ja Dirk Nowitzki seinen 30.000. Punkt gemacht. Echt eine richtig heftige Kacke, muss man sagen. Es ist unglaublich unfassbar. Er gehört zu den 6 Spielern der Welt, die das bis jetzt geschafft haben. Echt eine krasse Leistung. Vor allem das noch als Deutscher, wenn man sich das noch dazu gibt. Unglaublich, und ich finde, alleine in den Medien hier in Deutschland wird überhaupt nicht wahrgenommen. Keiner berichtet darüber, ich habe noch nichts gelesen, außer natürlich auf den Basketballseiten, ist ja klar, da muss das ja geteilt werden, aber sonst so irgendwo interessiert echt kein Schwein. Und ich denke, da sieht man schon, was Basketball für einen Standpunkt hier in Deutschland hat. Einfach gar keinen. Es kommt überhaupt nicht vor, irrelevant. Traurige, schade Sache, finde ich. Weil, ich denke nicht, würde ich fast darauf wetten, dass keiner von uns hier, keiner mehr erleben wird, dass ein Deutscher das toppen wird. Hast du keine Chance. Also bis jetzt, die, wo da oben mit dabei sind, alles Amis. Das wird bestimmt auch so bleiben, ja. Und das ist echt krass. Also Nowitzki, Hut ab, auf jeden Fall. Das ist echt unglaublich. Also ich bin echt voll geflasht, wenn man sich das so gibt. Ich meine, ich kenne ihn jetzt so, seit er Rookie ist. Nicht persönlich natürlich, aber ja, ich gucke ihn, seit er Rookie ist. Damals ja auch immer schon so gedacht, ja, na, ist schon cool, dass ein Deutscher jetzt in der NBA ist, so auf die Art und Weise. Ne? Hat man nie gedacht, dass der sich so entwickelt und zu so einem Hall of Famer Superstar wird. Und ich meine, ja, seine Geschichte alleine an sich. Ich meine, ja, wer den Film nicht kennt, der perfekte Wurf von ihm, muss sich den auf jeden Fall angucken. Es ist ein so genialer Film. Ich habe damals auch gedacht, als der ins Kino kam, habe ich gedacht, was soll denn der Kack? Wir wollen sowas sehen, total uninteressant und so. Ich habe mir gedacht, ne, gucke ich mir niemals an. Dann habe ich mir doch geholt auf Blu-ray. Echt, und ich war begeistert. Sogar meine Kinder, die mit Basketball ja jetzt nicht so geflasht sind wie ich natürlich, waren auch voll begeistert, weil es echt informativ war und überhaupt. Ja, alles, ja, alleine sein Werdegang und so. Und das Training mit Herrn Geschwindner. Auch eine krasse Story, ich meine, alleine wie er ihn halt trainiert hat und so, solche Sachen, diese Feinheiten, das ist echt krass. Und ohne Herrn Geschwindner wäre Dirk Nowitzki wahrscheinlich niemals so gut geworden, wie er jetzt ist. Ich meine, ja, da haben sich echt zwei krasse Typen getroffen und das dann echt so perfektioniert. Ich meine, ja, Dirk Nowitzki und sein Fadeaway-Jumpshot mit 2,13 Meter, unblockbares Teil, den kann niemand blocken in der ganzen Liga. Ja, das ist einfach, ja, schon sein Geheimnis, ne? Aber auch so. Bodenständiger Typ, ne? Man hat niemals in den Medien über ihn gelesen, gehört, kein arroganter Penner und so, bescheiden ohne Ende, also ja, echt liebenswerter Typ und ich feiere ihn ohne Ende und echt krass, also wer das nicht zu schätzen weiß, vor allem nicht als Deutscher noch zu schätzen weiß, was für ein großartiger Athlet er ist, also ist krass, ich meine, ich bin jetzt nicht so ein Überfan von ihm und habe Posters, Trikots und so zu Hause, überhaupt nicht nichts, ich habe eigentlich von ihm gar nichts, aber ja, so spielerisch, und wenn du Basketballfan bist, dann musst du dich echt fast verneigen vor dem, was er geleistet hat. Ich meine, unglaublich. Das wird keiner mehr toppen, niemand. Also aus Deutschland. Wir werden das bestimmt nicht erleben. Also kann ich mir nicht vorstellen. Dennis Schröder wird da niemals rankommen, auch wenn er ein guter Spieler ist natürlich, aber Dirk Nowitzki ist echt Elite, Elite der Elite. Ja. Und wahrscheinlich werden wir ihn auch nicht mehr lange in der NBA sehen, weil ihr wisst ja selber, 38 Jahre alt. Ihm tut schon alles weh. Hört man ja immer wieder mal von ihm, ne? Und ja, er ist langsam geworden, träge, aber sein Wurf ist echt noch immer Gold wert einfach. Das ist echt genial. Naja, eure Meinung dazu? Ach ja, noch was. Ihr wisst ja, die Shoot It Like Dirk Challenge läuft immer noch. Und ja, tut mir einen Gefallen und votet für mich, dass ich dann doch die Chance habe, und ihn live in Dallas zu treffen und ihm mal Angesicht zu gratulieren. Ne? Wird ihn wahrscheinlich nicht interessieren, aber trotzdem wäre halt echt der Hammer, wenn ich das gewinnen würde. Also bitte nochmal voten. Link ist unten in den Kommentare. Das andere ist nochmal der Film, der perfekte Wurf. Den lege ich euch auch sehr ans Herz, weil das ist auch so ein geiler Film. Und ich würde, wenn ihr Basketball liebt, dann wird euch der Film gefallen. Auf jeden Fall, das schwöre ich euch. Guckt euch den Film an, auch wenn ihr denkt, nee, ist nicht so toll. Der ist echt Hammer. Der ist so geil, informativ und echt, ja, für einen Baller ist es halt auf jeden Fall was. Und wer Baller noch werden will, auch. Also guckt euch den auch an. Ja, in dem Sinne, Feedback geben, Kommentare. Dirk Nowitzki, einer der Größten oder nicht? Ja, ich meine, allein als Deutscher, das ist unglaublich. Das musst du dir geben, weißt du? Ein Deutscher aus Würzburg geht darüber und reißt allen den Arsch auf und überhaupt. Und treue Seele ist seinem Team verschworen. Es ist, ja, cooler Typ einfach, oder? Also, keine Ahnung. Ja. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken. Euer Mr. Mike. Tschüss.